Herr Präsident, meine Damen und Herren, die heutige Debatte hinkt. Sie hinkt deswegen, weil sich hier jeder versucht, mit seinen eigenen Vorschlägen gegenseitig zu überbieten und eigentlich keiner die Gefährlichkeit, die der Antrag der Linken enthält, mal deutlich macht. Denn der Antrag der Linken und die Vorschläge, die Sie heute bringen, legen letztendlich die Axt an das, was unseren Sozialstaat einmal stark gemacht hat. Maß und Mitte in der Sozialpolitik, immer auch der Fokus darauf, einen gesellschaftlichen Frieden zu wahren, niemanden zu bevorzugen, niemanden zu benachteiligen, die Gesellschaft nicht zu spalten. Worum geht es ganz konkret? Die Linke möchte die Rentensystematik, so wie wir sie kennen, aushebeln. Und sie wirft damit die Prinzipien der Gerechtigkeit, die wir sehr, sehr stark verankert haben, in unserem Rentensystem über Bord werfen. Mir wird es Angst um unseren gesellschaftlichen Frieden, weil mit den Vorschlägen, die Sie hier bringen, schüren Sie den Neid in unserer Gesellschaft. Und mir wird vor allem, ich finde es erstaunlich, wie lustig Sie das finden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und mir wird vor allem Angst um jene, die all das einmal zu finanzieren haben. Meine Damen und Herren, der Antrag der Linken dreht sich im Wesentlichen, ich will mal sagen, um drei Punkte. Punkt eins, Sie wollen das sogenannte Äquivalenzprinzip abschaffen. Was ist das Äquivalenzprinzip? Da geht es im Wesentlichen darum, dass man das herausbekommt in der gesetzlichen Rente, was man einmal eingezahlt hat. Sie möchten aber Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit auch in der gesetzlichen Rente künftig berücksichtigen. Sie möchten niedrige Löhne künstlich aufwerten. Und Sie möchten natürlich auch eine Mindestrente einführen, sozusagen ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Rente und damit mehr und mehr auch versicherungsfremde Leistungen in der gesetzlichen Rente einführen. Damit, meine Damen und Herren, wird die gesetzliche Rente mehr und mehr zum Spielball der Politik. Und das können wir nicht wollen. Und ich sage Ihnen noch eins, das Rentensystem, so wie wir es haben, und deswegen ist es mir so wichtig, das an dieser Stelle auch zu sagen, das ist solide. Natürlich, nicht bei jedem reicht die Rente immer aus. Nicht jeder ist zufrieden mit dem, was er am Ende rausbekommt. Aber das System als solches, so wie es funktioniert, so wie wir es einmal aufgebaut haben, die Mütter und Väter dieses Sozialstaates, ist es im tiefen, im inneren Sinne auch gerecht. Punkt zwei. Sie gefährden mit Ihrem Antrag, mit Ihren Vorschlägen den gesellschaftlichen Frieden. Und Sie schüren einen Neid in dieser Gesellschaft. Das ist unglaublich. Sie wollen eine Erwerbstätigenversicherung für alle. Sie wollen sozusagen, Sie machen den Menschen glauben, dass wenn jeder in die gesetzliche Rente einzahlt, dass sich dadurch die Situation des Einzelnen verbessert, was es nicht tut. Nein, das tut es natürlich nicht. Das System bleibt ja als solches. Ja? Also was soll diese Diskussion? Sie wollen die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Und warum haben wir in unserem gesetzlichen Rentensystem eine Beitragsbemessungsgrenze? Weil wir ganz klar sagen, gesetzliche Rente hat eben nicht den Anspruch, ohne Ende abzusichern, sondern nur in einem gewissen Mindestmaß. Und man hat sich das irgendwann einmal ausgedacht, um zu sagen, dass eben all jene, die darüber verdienen, sich eben auch zusätzliche Anwartschaften privat oder betrieblich selbst erarbeiten müssen und darin investieren müssen, können und auch dürfen. Das ist auch eine Form von Freiheit und Entscheidungsfreiheit. Das möchten Sie abschaffen. Und die Rentenversicherung sagt auch, wenn man diese Beitragsbemessungsgrenze abschafft und künftig jeder einzahlen muss, dann erwirbt er natürlich auch Rentenansprüche. Und das wiederum, meine Damen und Herren, überfordert aber unser Rentenversicherungssystem. Denn wer viel einzahlt, erhält am Ende auch mehr. Und das darf nicht sein. Das ist nicht Ausdruck einer vernünftigen Rentenversicherungspolitik. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, den ich für besonders gefährlich halte. Sie wollen die Rentenanwartschaften für höhere Löhne verringern. Das heißt, jemand, der mehr einzahlt, bekommt weniger Rente. Leistung würde sich dadurch in unserem Land nicht mehr lohnen. Sie wird sogar bestraft. Und meine Damen und Herren, ich frage Sie, was sind Ihnen eigentlich die Menschen in diesem Lande wert? Arbeiten Sie nur für jene, die weniger haben? Denken Sie nicht an jene, die vielleicht auch mehr bekommen, mehr einzahlen, mehr leisten? Ist Ihnen das egal? Unser Sozialsystem dient nicht der Umverteilung. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein System der Umverteilung. Es ist das Steuersystem, aber nicht das Sozialversicherungssystem. Ihre Ideen der Umverteilung, Ihre Ideen des Neids haben in der sozialen Sicherung nichts verloren, meine Damen und Herren. Und ich bin jemand,
Und ich bin jemand, der immer noch auch an Leistungsgerechtigkeit in diesem Lande denkt. Und das, was Sie tun, ist, Leistungsgerechtigkeit abzuschaffen und jene zu bestrafen, die auch in der Lage sind, mehr zu leisten. Und ein letzter Punkt. Ich möchte noch mal auf die Anliegen auch der jungen Generation zu sprechen kommen. Das scheint ja hier offensichtlich jedem irgendwie egal zu sein. Sie fordern, gut zu hören, vielleicht höre ich Sie heute noch mal, Sie fordern, dass der Beitragssatz in der gesetzlichen Rente sofort auf 20,9% ansteigt und bis 2030 auch auf über 25% steigen kann. Ist ja alles nicht so schlimm. Ja? Damit aber, meine Damen und Herren, erhöhen Sie natürlich die Belastungen, die Kosten auch von den Löhnen immer mehr. Und Sie machen natürlich auch damit den Sozialstaat immer unattraktiver. Nein, worum muss es gehen, meine Damen und Herren? Wir brauchen die jungen Menschen, die junge Generation in unserem Land, brauchen einfach mehr Luft zum Arbeiten, zum Atmen. Man braucht mehr Freiraum zur Vorsorge. Warum nicht bei Steuern entlasten? Warum nicht bei Sozialbeiträgen entlasten? Ja? Und warum? Natürlich kann ein Staat sich auch engagieren, das soll er auch. Aber das kann er doch auch in der zweiten und in der dritten Säule tun. Das kann er tun, indem er die betriebliche Altersvorsorge unterstützt. Das kann er tun, indem er die private Altersvorsorge unterstützt und damit positive Anreize zur eigenen Vorsorge setzt und nicht immer alles verbietet, vorgibt und vorschreibt. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen der Linken, mit Ihrem Antrag nehmen Sie den jungen Menschen die Luft zum Atmen, und irgendwann würde eine Gesellschaft an Ihren Vorschlägen auch ersticken. Das haben wir schon einmal erlebt, und deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen. Vielen Dank. Der nächste Redner, der Kollege Till Mansmann, FDP-Fraktion.